Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder gute Nacht, ihr Lieben, hier bei uns auf dem Kanal. Wir haben ein neues Spiel am Start und zwar ist das The Innsmouth Case. The Innsmouth Case ist angesiedelt im H.P. Lovecraft-Universum und ja, behandelt quasi einen Fall, der in der Stadt Innsmouth spielt. Die Leute, die mit H.P. Lovecraft so ein bisschen fit sind, ja, denen wird natürlich die Stadt was sagen, aus der Geschichte Schatten über Innsmouth. Ja, und hier hat sich jetzt ein kleines, aber feines Entwicklerteam zusammengesetzt und hat daraus ein Spiel gemacht. Und das ist echt cool. Ja, also es ist jetzt nicht der Schatten von Innsmouth, sondern etwas Eigenes. Und das ist jetzt auch so ein bisschen was anderes als das, was ihr sonst hier bei uns auf dem Kanal gesehen habt, irgendwie. Letztendlich ist es fast schon ein interaktives Let's Read, ja. Und ich hoffe, ihr gebt dem eine Chance und habt da Bock drauf, wie ich. Oder ihr wechselt jetzt einfach rüber zum Benny, der wahrscheinlich gerade irgendeinen übelst krassen Horror-Thriller spielt irgendwie und wahrscheinlich nur am Schreien ist, ja. Könnt ihr auch machen. Okay, ihr Lieben, aber wir starten jetzt The Innsmouth Case. Also das, was ich über das Spiel weiß, ist, dass es, ich glaube, 27 Enden gibt. 27. Und leider sind die meisten davon tödlich. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwie durch. Und das lieber nicht. Okay, los geht's. Boston, 21. September. Die letzten Sonnenstrahlen kriechen durch die Jalousien deines wie immer leeren Ermittlerbüros. Dieser erbärmliche Gestank von Whisky, kalten Zigarettenrauch und Ravioli aus der Dose. Quietschende Reifen und ständiges Hupen draußen auf der Straße sagen dir, dass es nach 20 Uhr sein muss. Menschen, die Feierabend machen, die auf dem Weg nach Hause sind. Du solltest dich ihnen anschließen. Du entscheidest dich, lebensbejahend und lebensfroh wie wir sind, deinen Schreibtisch anzustarren. Dein Tag war lang und frustrierend. Mir gehen langsam die Ideen aus, wie du die Anrufe von Menschen, die Geld von dir wollen, abfertigen kannst. Ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken, als du durch den Stapel unbezahlter Rechnungen blätterst. An oberster Stelle liegt eine Mahnung deiner Vermieterin. Du bist 2 Monate im Rückstand. Darunter lugt die Rechnung einer Spielefirma hervor, betreffend In-App-Verkäufen im dreistelligen Bereich. Du hast versucht, sie als wichtige Ausgabe im Zuge deiner Ermittlung zu deklarieren, aber dummerweise weigert sich dein Kunde, diesen Teil der Spesen zu begleichen. Dann noch die 2. Mahnung von einem Telefonanbieter, der droht, dir das Internet zu kappen. Na, du solltest dagegen vielleicht rechtlich vorgehen, denn ohne Internet kannst du nicht arbeiten oder leben. Du brauchst unbedingt noch ein paar In-App-Käufe. Nein, dein Anwalt muss das eine Zigarette, ein wenig frische Luft. Wir sind ein kleiner, schmuddeliger Ermittler und da passt es, jetzt eine Zigarette zu rauchen. Du spielst mit dem Gedanken, dir auf den Stress eine Zigarette zu gönnen, als dein Blick auf die unbezahlte Rechnung von deinem Lungenspezialisten fällt. Gut, vielleicht ist die Kippe denn doch nicht so dringend. Dir entfährt ein langer, tiefer Seufzer. Es war vielleicht kein erfolgreicher Tag, aber immerhin ist er vorbei. Du freust dich auf dein exquisites Programm für den Freitagabend. Daheim, in einer Jogginghose alte Mysterio-Serien schauen und dich mit Billy im Fusel betrinken. Seit dem frühen Nachmittag starrst du schon auf die Schnapsflasche am anderen Ende des Zimmers. Bis jetzt hatte ich ein nebulöses Gefühl von Professionalität davon abgehalten, deine Leber zu ölen, aber denen steht jetzt nichts mehr im Weg.
Plötzlich hörst du jemanden an der Tür. Wer ist da? Die Tür öffnet sich zaghaft mit einem ausgedehnten Quietschen. Nach nur einem Spalt breit hält der unbekannte Gast inne. Eine Frauenstimme haucht ein melodisches Hallo in dein Büro. Dein Innerstes verkrampft sich. Schlagartig wird dir bewusst, dass du dieses Jahr noch nicht geputzt hast. Wir sind ein schmuddeliger Typ. Wir bitten sie herein. Im Schein der Schreibtischlampe erkennst du nun mehr als die Silhouette. Eine atemberaubende Frau hält dein Büro. Zweifellos jenseits der 40, vielleicht sogar 50, schwer zu sagen. Ganz in Schwarz gekleidet, einem hautengen Kleid, dessen Schnitt in einem Dekolleté gipfelt, das den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen scheint. Rauchiger Lidschatten so dunkel wie an Land geschwemmte Algen. Blondes, gewelltes Haar quillt unter ihrer Bastenmütze hervor. Das schwache Licht der untergehenden Sonne tanzt darin und du fragst dich, wie viele Köpfe diese Frau in der Blüte ihrer Jahre verdreht haben muss. Sie ist vollkommen anders als deine üblichen Kunden. Nervöse Bankangestellte mit Schweißflecken unter den Armeln, die überzeugt sind, dass ihre Frau etwas mit dem Postboten am Laufen hat. Jede Bewegung ist kalkulierte Anmut. Geschmeidig wie ein Aal begibt sie sich an einen Schreibtisch und nimmt dekorativ auf der Ecke Platz. Was ein wenig dreist ist, was sich erröten lässt. Uns lässt nicht so schnell erröten. Was ein wenig dreist ist, ohne dich vorher zu fragen, aber als Profi lässt du dir nichts anmerken. Sie scheint die verführerische Demselle in Distress spielen zu wollen. Und eine leise, vergnügte Stimme deines Unterbewusstseins freut sich, dass diese Unbekannte womöglich deine Begeisterung für Film-Noir-Klischees teilt. Eine weitaus lautere Stimme wundert sich, dass diese Frau wohl glaubt, eine sexy Pose und freizügige Bekleidung hätten Einfluss auf dich. Und beide Stimmen sind sich einig, dass sie nicht gerne manipuliert werden. Denn solange die Fremde auf deinem Tisch sich nicht gerade von einem harten Arbeitstag als Dessous-Model erholt, siehst du keinen logischen Grund für ihr Erbarmen. Als sie anfing zu sprechen, ist ihre Stimme rauchig und verheißungsvoll. Mein Name ist Dahlia Marsh. Ich bin auf der Suche nach einem Privatdetektiv. Und sagte mir, sie gehören zu den Besten. Sie streckt ihre Hand aus. Die Hand küssen? Ah, sie sind eine richtige Adresse, Lady. Ablehnen oder natürlich werde ich ihre Tochter suchen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt deine Tochter suchst, aber natürlich werde ich sie für dich suchen. Nein, wir sind natürlich ein Gentleman der alten Schule. Du küsst ihre Hand und wackelst dabei mit den Augenbrauen. So wie du es aus den Klassikern gelernt hast. Diese Dame scheint nur gehobene Gesellschaft, echten Luxus gewöhnt zu sein. Das erkennst du an dem starken Geruch von Kaviar. Oh. Vielleicht bietet sich hier die Gelegenheit, etwas mehr Budget rauszuschlagen, wenn du deinen Charme richtig spielen lässt. Was nun? Weiter flirten zum Geschäftlichen kommen. Ja, da sagen wir doch mal, weiter flirten. Nichts ist so attraktiv wie ein heldenhafter Privatermittler, denkst du dir, während du heimlich mit deiner Zunge die Reste deines Mittagessens aus den Zähnen drückst. Was macht eine so adrette Lady wie sie an einem vermoderten Büro wie diesem? Das ist ihr Büro, erwidert Dahlia ein wenig angewidert. Du lächelst und nickst langsam. Richtig. Mist. Du solltest schnell das Thema wechseln. Und jetzt? Zum Abendessen ausführen? Kompliment machen? Na. Bier? Laden Sie zum Abendessen ein. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Du erhebst dich und holst den Feierabendschnaps von seinem Podest. Die Whiskygläser, die du dazu greifst, kleben am Tisch und lassen sich nur mit einem merklichen Ruck lösen. Ganz, ganz plötzlich empfindest du eine tiefe Scham für den Zustand deines Lebens im Allgemeinen und deines Büros im Speziellen. Kann ich Ihnen zum Beispiel anbieten, sie zum Essen auszuführen? Ich habe keine Probleme damit, Geschäftliches und Unterhaltsames zu kombinieren. Du lächelst gewinnt.
während du mit einer Hand unauffällig die Whiskygläser aus dem Sichtfeld beförderst. Geschickt begräbst du sie unter dem Schmuddelheftchen, das du verwendet hast, um Kakerlaken zu zerquetschen. Wortlos kommt ihr beide zur Übereinkunft, diesen Gesprächsfaden auf ewig zu begraben und zum Geschäftsteil überzugehen. Es geht um meine Tochter Tabitha. Sie ist verschwunden. Du zuckst Papier und Bleistift. Das wird ein Spaziergang im Park. Ein Spaziergang im entführten Kinderpark. Gut. Wann und wo haben Sie Ihr Kind zuletzt gesehen? Die Lady setzt ein künstliches Lächeln auf. Wir leben in Innsmouth. Das ist eine kleine Hafenstadt nördlich in der Nähe von Arkham. Du runzelst die Stirn. Das ist sehr vage. Was hat Ihr Kind zuletzt gemacht? Welche Hobbys hat es zum Beispiel? Sie wissen doch, wie Kinder sind. Die laufen einfach überall herum und spielen mit ihren Jojos und so. Dahlia streicht sich fahrig mit der Hand durchs Haar. So, hier haben wir jetzt ein paar Fragen, die wir stellen können. Na, dann fangen wir von oben einfach mal an. Hat Ihre Tochter Freunde, bei denen sie untergetaucht sein könnte? Klassenkameraden, Sportvereinsmitglieder, irgendetwas dergleichen. Dahlia schüttelt den Kopf. Sehr merkwürdig. Du bist kurz davor zu fragen, ob das Mädchen zumindest eingebildete Freunde hatte. Lässt es aber bleiben. Was ist mit ihrem Vater? Was ist mit Tabithas Vater? Leben sie getrennt? Oftmals tauchen verschwundene Kinder bei Familienangehörigen unter. Dahlia lächelte traurig. Dafür kann meine Kleine noch nicht gut genug schwimmen. Dein Stift verharrt auf derselben Stelle im Notizblock. Was soll das denn heißen? Dahlia setzt an, um fortzufahren. Sie weiterreden lassen? Nachhaken. Na, wir lassen sie mal weiterreden. Dahlia wendet den Blick von ihr ab und sieht verträumt, nein, sehnsüchtig aus dem Fenster. Ihr Vater war Fischer, wie die meisten im Dorf. Vor ein paar Jahren fuhr er raus aufs Meer, doch er kehrte nie zurück. Sein Boot wurde Wochen später zurück an die Küste gespült. Seine Kollegen sagten mir, er sei endgültig dem Ruf der Wellen gefolgt. Du schweigst einen kleinen Moment. Verstorbene Familienangehörige sind immer ein heikles Thema. Mein aufrichtiges Beileid. Dein Gegenüber wird gefasst. Ach, irgendwie wusste ich immer, dass dieser Moment kommen würde. Ich denke, mein Mann ist jetzt an einem besseren Ort und irgendwann werde ich zu ihm stoßen. Du musst das Dahlias Outfit genauer. Ihrem gesamten Gebaren und ihrer Kleidung nach zu urteilen, hättest du sie niemals für die Frau eines Fischers gehalten. Du erkundest dich nach mehr Einzelheiten zum Fall, nach Dahlias finanziellen Verhältnissen. Naja, also ich denke mal, nach Geld werden wir noch nicht fragen, wir fragen noch nach mehr Einzelheiten. Jojos. Halt mal. Jojos? Leben Sie vielleicht in einer anderen Zeitzone, so ungefähr Ende der 90er? Dahlias Wangen erröten. Was sich normalerweise ein wenig wuschig machen würde, ging es hier nicht gerade um ein verschwundenes Mädchen und eine laienhaft gespielte Mutterrolle. Sie schweigt. Sie konfrontieren die Sache auf sich beruhen lassen. Na, wir wären noch kein Ermittler, wenn wir sie nicht konfrontieren würden. Hier stimmt etwas nicht. Du hast eine Nase dafür. Deswegen bist du Privatdetektiv geworden. Oder, um genau zu sein, deswegen hast du einen Online-Detektivkurs belegt, der laut Instrukteur alle nötigen Informationen vermittelt hat. Zeit, dir deine Besucherin vorzuknöpfen. Du musterst sie mit strengem Blick. Warum kommt sie zu mir? Und ist ihre Tochter wirklich verschwunden? Na, da fragen wir doch erstmal, warum wir. Du erhebst dich aus deinem Sessel. Innsmouth befindet sich etliche Meilen entfernt von hier. Warum wollen sie ausgerechnet mich beauftragen? Nicht mal ich selbst würde mich selbst beauftragen. Dahlia verschränkt die Arme. Was interessiert Sie das überhaupt? Wollen Sie bezahlt werden oder nicht? Tja, extra Spesen verlangen? Im Moment will ich nur die Wahrheit.
Tja, in einer heroischen, selbstlosen Welt würden wir Zweites fragen, aber wir wollen den schnöden Mammon. Du faltest die Hände, das ist die Chance. Wenn ich mich schon auf eine Reise ins Ungewisse begebe, wird das nicht billig. Du lehnst dich vor, aber das ist ihnen ihre Tochter ja sicherlich wert. Mit etwas, was hoffentlich wie ein Pokerface aussieht, starrst du Dalia in die kalten Augen. Nach einem Augenblick, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt, nickt sie und kramt in ihrer Brieftasche, um einen zweiten Umschlag hervorzuholen. Du fragst dich, wofür der wohl gedacht war. Betrachten sie diesen Vorschuss als Vertrauensbeweis. Du nickst. Eine vermisste Personenfall. Nichts Ungewöhnliches. Das übliche kleine Mädchen, das von zu Hause wegläuft, nachdem es seinen ersten Liebesroman gelesen hat. Normalerweise verstecken sie sich am Waldrand oder in einer Bücherei. Sollte einfach zu klären sein. Bevor du etwas antworten kannst, knallt sie dir das Foto des Kindes und ein Bündel Scheine auf den Schreibtisch. Für ihre Spesen. Du nickst langsam. Wenn du etwas sagen würdest, würde nur der Geifer aus deinem Mund quellen. Du hast schon ewig nicht mehr so viel Geld gesehen. Dir bleibt nicht viel Zeit, dich vorzubereiten. Eine schnelle Suche ergibt, dass bloß ein einziger Bus nach Innsmouth fährt. Und das nur einmal am Tag. Deine Nachforschungen ergeben ein Muster. In den wenigen Nachrichten, die im Zusammenhang mit dieser kleinen Küstenstadt stehen, geht es um vermisste Personen. Davon abgesehen findest du noch einige recht altmodische Artikel, die das Küstenkaff als Urlaubergeheimtipp anpreisen. Der beste Fisch, unberührte Strandpromenade, authentisches Fischervolk. Die immer wiederkehrenden Schlagworte. Dalia hat dir ihre Anschrift gegeben, an der du ihre Tochter abliefern sollst, sobald du sie findest. Ihre Telefonnummer hat sie auf dem Foto des Kindes notiert. Du wirfst noch einmal einen Blick auf das Bild, bevor du deine Sachen packst. Yikes. Am nächsten Morgen reist du per Bus.